Hey, wir können tatsächlich mit der Form spielen. Wollen wir mal ganz gemein sein? Nehmen wir aber Kakashi. Wollen wir mal ganz gemein sein? Spielen wir auch mal mit Sasuke. Jutsu des Tausches mal wieder effektiv on top. Hab gewonnen. Warum kämpfe ich eigentlich, wenn ich es auch ganz einfach haben kann, ne? Ist krass, wie sie die Vogelgeräusche im Hintergrund machen. Und nur mal zu zeigen, es ist Chidori 1000 Vögel. So, klar. Kyubi Naruto ist natürlich der nächste. Ah. Wie er dieses Kakjutsu einfach einsetzt, ey. Tja, das Gute ist, dass ich das Jutsu echt einsetzen kann. Also, dass es trifft aktuell. Finde ich gut. Muss jetzt eigentlich genug ziehen. Weil wir halt genug Damage und es aufgeladen haben. Das war's dann auch, glaube ich, ne? So. Aber das Spiel wäre ja auch nicht toll, wenn es halt keine Zusatzbedingungen gibt. Wow, ultimatives Jutsu nutzen, wenn Sturmanzeige wenn Sturmanzeige auf Max ist. Warum? Warum kann ich nicht einfach warum kann ich nicht einfach so spielen? Ach, naja, egal. Let's fight.
Gut. Bedingung 1 erfüllt, also Bedingung 2 erfüllt sogar. Und das Wichtigste ist, und das wusste ich halt in dem Run wirklich nicht, ich brauche die Erfüllung nur einmal. Das heißt, ich könnte jetzt Kimimaro einfach erledigen. Oder ich mach's ganz dreist und versuche ihn wirklich auch noch mit dem... Na gut, dann kriegen wir die Bedingung 2 auch noch hin. Gut. Das sind Bedingungen, mit denen bin ich einverstanden. Alles andere wäre absoluter Abfuck. Sag ich ganz ehrlich, alles andere wäre absoluter Abfuck einfach. Wenn jetzt damit kommen, lande 8 Extra-Treffer. Bruder, ich dreh durch. Sag doch gleich, dass du mich umbringen willst. Komm trotzdem in deine Richtung. Trotzdem. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich das Spiel durch habe. Ja, auf jeden Fall. Mega. Ach, der hat Verteidigung, glaube ich, auch noch, ne? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hat er, Geschwindigkeit, ne? Na, schade. Na genau, der hat nur Geschwindigkeit gehabt. So, Naruto hat Angriffskraft. Krass, Bedingungen haben wir nochmal erfüllt. Super. I don't feel like I'm gonna lose. This power is all I need. Conditions fulfilled. Zippy! Dadurch haben wir die Mission und Bonusvorgaben auch alle erledigt. Super, fehlen noch 3 Missionen. Ja, ich glaube, ich werde das dann alles in, nicht in einem Part packen. Wobei, kommt drauf an, wie lange wir brauchen werden. Ein bisschen leider schon. Vor allem, wenn die uns am Arsch der Welt immerhin packen. Anstatt uns einfach mal ganz normal.
Gut, solange wir Sasuke benutzen können. Wobei, ich weiß gar nicht, was für Zusatzbedingungen das nochmal waren, ne? Siege mit mindestens einem Lebensbalken, verwende Kunst des Tauschens viermal. Schade, ich kann einmal jetzt nichts Falsches machen. Na komm, greif an. So, zweimal. Dreimal. Viermal. Hat der ein Glück, dass er genau in dem Moment zu ihm gestoßen bin. Das wollte ich. Abschließen mit einem ultimativen Einschlag. Das ist eine Bronze-Trophäe. Ich hätte ja durchgeschaut gehabt, was es alles für Trophäen noch gibt. Deswegen. So, mit Wurftechnik muss ich besiegen. Absoluter Abfall. Warte mal, noch was? Nee. Mit Angriffsstärke, aber das juckt mich nicht. Okay, Siege mit mindestens 50%, kriegen wir hin. Nächster, du machst hier keine doofen Jutsus mehr. Ja, das Ultimative hätte ihn jetzt erledigt. Deswegen.
Ach ja. So, dann müsste jetzt, glaube ich, noch dritter Okaga kommen. Und dann natürlich auch jeder mit ihren eigenen... Zusatzkämpfer. Siege mit mindestens 70%. Klar! Ja, aber ich will es jetzt gerade. Ich will es schneller machen. Oh Mann. Die letzte Mission übrigens von den Vieren wird ein richtiger Schmankerl. Wo ich mir wirklich denke, ach kommt wirklich. Muss doch sein. Haben wir es wirklich so nötig? Gut, 70%. Supi, das war's mit der Mission. Schade, dass wir die nochmal machen müssen. Also das kotzt mich wirklich an. Das einzig Tolle ist halt daran, dass wir bereits 100% haben. Trifft mit ultimativem Einschlag für eine 30-Treffer-Kombo aus. Ja. Schön. Das Gute ist, wir brauchen es ja nur einmal machen. Das einzig Gute daran. Was mich aber ein bisschen stört, ist, dass wir mit Tenten spielen. Schade. Also Tenten mache ich einfach nur aus dem Grund wegen den 30 Treffer. Ihre normale Combo macht 27. Deswegen. Kollege. Ja. Muss ich leider nochmal wiederholen. Ja, aber der weicht halt aus, der weicht halt aus. Der macht Jutsu des Tausches, was ja auch komplett logisch ist. Und vollkommen legitim. Problem ist einfach nur... Ey, ich schlag ihn auf den Boden und das reicht trotzdem nicht.
Das ist nicht, was ich... Ey, der macht exakt immer dann. Der weiß ganz genau... Ah, du musst 30 Trefferkombo machen. Das verhindern wir doch mal schön. Und er macht das wirklich exzellent. War nicht irgendwie hier Kunai? Habe ich nicht Kunai gemacht? Hä? Ich dachte, Kunai waren gewesen, aber anscheinend habe ich mich verguckt. Aber ist scheißegal. Warte, Kampfvorgabe. Ultimativen Einschlag machen wir gleich. Die Hauptsache war einfach nur die normalen Kampfbedingungen erfüllen und die eine Zusatzbedingung. Weil jetzt können wir mit Sasuke den restlichen Spaß machen. Oder halt nicht Spaß, aber... So, Wurftechnik, genau. Ja. Gut. Wobei. Sasuke kam jetzt. Verdammt. Na gut, reicht. Yay. Ist egal, wir haben es einmal geschafft. Wobei, wir waren ganz knapp an der 29 gewesen. Wusste ich gar nicht. Aber wir haben die Quests alle halt erfüllt schon. Jetzt müssen wir noch Jiraiya und Sarutobi besiegen. Okay. Na gut, der hat fest. Chidori war schneller. Nur 50% haben. Bei Sarutobi muss ich 70 haben. Aber trotzdem. Ach klar, wir haben ja hier auch noch. Aber Yuin ist 1000-mal besser. Ja.
So. Ja, ist klar. Na gut, das Problem ist bei... Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Nee, das Problem ist, würde sterben. Ich hab das nur zugelassen, weil ich habe ihn jetzt in dem Punkt, brauche ich nicht viel kämpfen. Und hab hier 70% halt. Gut, das wäre jetzt übel, hätte ich keine 70%. Dann würde ich sagen, ach, fick dich doch, ey. Da habe ich ja sowas von keinen Bock drauf. So, zwei Missionen noch, Leute. Ah, Mamma Mia, ey. Nein, wir kriegen wirklich nichts, ne? Also wir kriegen wirklich nichts. So, neue Herausforderung aus Suna. Ich glaube, die war jetzt aber angenehmer. Glaube ich. Ich glaube, das war eine angenehmere Mission. Ich hoffe es, dass ich mich nicht geirrt habe. Ansonsten schreie ich. Ach komm, wirklich. Müsst ihr da oben sein? Ja, müsst ihr. Ja. Ist halt das Problem. Ich weiß die Kampfbedingungen nicht, das gucke ich irgendwie immer am Schluss. Oder wenn sie halt jetzt gerade auftauchen, dann sehe ich es ja. Ah ja, alles klar, so. Siege mit ja gut, das ist jetzt, Siege mit 50%, ja. Haben das, sollte machbar sein. Was natürlich Abfuck ist, ist, dass der hohe Verteidigung hat, aber wir haben Yuin Sasuke und ja, der klärt das hoffentlich. Leider haben die Bonusbedingungen, ey. Ohne Witz, mit Bonusbedingungen kannst du mich jetzt echt komplett auseinandernehmen. Wirklich. Ja, wir machen das alles so ein bisschen fixer. Wenn irgendwie möglich ist, machen wir es schneller. Das Gute ist, die Mission hier geht schneller. Es ist wirklich anscheinend wirklich nur ein Kampf. Und der nächste Kampf besteht aus drei. Aber die sind sowieso speziell. Deswegen, da können wir dann sowieso... nicht allzu viel tun.
Ja, also war schon schwieriger, ja, natürlich. Also schwierig jetzt nicht, aber es war langanhaltend. So, damit ist die Mission auch fertig, aber die hat natürlich auch schicke Bonusbedingungen. Führe eine 30-Treffer-Kombo. 30 Treffer. Warum? Warum 30? Was habt ihr davon, wenn 30 ist? Echt jetzt? Warum 30? So, jetzt versuchen wir mal mit Yuin Sasuke, weil Yuin Sasuke halt. Ja, das Problem ist, der kommt einfach viel zu schnell wieder. Also das Tausch ist mal wieder nicht on top. Dann blockt er leider auch noch sehr viel. Seine Unterstützer kommen einfach viel zu schnell wieder. Obwohl wir Kankuro schlagen. Obwohl wir Kankuro. Meine Freunde, Kankuro schlagen. Na? Wir schlagen ihn ja. Kommt er trotzdem dazu, seine blöde Marionette zu benutzen? Ne, mit Yuin Sasuke kann ich. Leider keine machen. Nee. Muss ich leider Tenten rufen. Wobei, vielleicht Temari, ich weiß es nicht. Probieren wir es einmal ganz kurz. Aber ich weiß es jetzt nicht. Wahrscheinlich jetzt eher weniger, aber vielleicht. Na, aber. Ne, alles klar. Es muss tatsächlich Timari sein und dann muss ich auch noch die Zusatzbedingung ein Lebensbalken haben. Finde ich großartig. Uff, das wird nicht gut. Definitiv nicht gut. Vor allem, du kannst die Kombos ja auch übelst nicht. Verbinden. Ich hätte noch nicht mal 27 geschafft, ey. Aber die Leute mal wieder on top. Ihre blöden Jutsus schon mal wieder einsetzen. Wir schaffen es einfach, was ja auch logisch ist. Und man muss ja auch bedenken. Mitten in meiner Combo? Mitten in meiner Combo? Wie gesagt, mitten in meiner Combo, Kankuro, wumm. Vorbei. Combo abgebrochen. Keine Ahnung. Naruto vielleicht? In der Dingsform? Weil Temari wird
Hey, wir haben Naruto im Schlafmodus, das ist auch nicht schlecht. Keine Ahnung. Ich würde es aber auch gar nicht, wenig jetzt. Wer eine große Combo macht. Kimimaro. Das ist halt das Problem, die sind alle nicht so. Vielleicht Tentern, ich weiß es nicht. Die haben alle so Meh-Sachen. Okay, der hat nur Zinnober, rotes Rasengan. Ja, dieses Führer eine 30-Treffer-Kombo. Das ist echt hart. Und macht es härter, als es sein sollte. Und das Ding zählt ja auch nicht als Treffer. Weil das Ding würde so hart durchgehen. Und das gibt nur 24. Gut, ja. Und es funktioniert einfach so, wie ich es wollte. Ach komm, weißt du was, ey. Wieso mache ich mir eigentlich Gedanken, wenn ich einfach sowas machen kann hier, ey? Gott, wir haben alles. Boah, ist das ein Kampf gewesen, ey. Mann, eigentlich ein einfacherer Kampf. Also, trotzdem schwer. Weil Temari und Kankuro kommen einfach gefühlt immer. Aber die Zusatzbedingung war jetzt echt happig. So. Jetzt kommen wir zur letzten Mission. Und die letzte Mission ist wieder so ein... Ach komm, weißt du was... Was soll der Scheiß? Und zwar ist das alle Riesenschlachten. Die erste gegen Gamma Bunta. Die zweite gegen Ishibi. Und der dritte gegen Manda. Alle Kämpfe. Jetzt kein Problem. Also, in Anführungsstrichen kein Problem. Weil wir ja noch keine Zusatzbedingungen haben. Zusatzbedingungen, kann ich euch jetzt schon mal sagen, werden beide Male Also werden beide Male sein, überlebe mit einer Leiste. Na.
Und die zweite, die härter sein wird, ist Überlebe mit 2. Und natürlich alle Quicktime-Events. Ja, ich wollte ausprobieren, ob man diesen Sprung irgendwie blocken kann, aber es war natürlich... Dankeschön. Gib mir einfach die Möglichkeit, nicht dich anzugreifen. Geil, ne? Spürt ihr schon, wie fair das ist? Problem ist halt, wir hätten jetzt schon verloren halt. Das andere Gute ist, bei der hier macht das jetzt nicht so viel aus. Bro, das ist unfair. Das Einzige, was halt lange geht, ist halt, weil wir die Kampfsequenzen halt alle haben, ne? So, jetzt müssen wir natürlich... Das kann halt schief gehen. Ja, war viel zu... Was tut man nicht alles, um perfekt zu spielen, ne? Trotzdem das Letzte, aber trotzdem. So, jetzt gegen Sona, gegen Ishibi. Ja, Chicago heißt der. Was ich hier ein bisschen blöd finde, ist einfach... Die anderen verziehen ja nichts.
Ja, yeah, what's wrong? Bro, du hast einfach... Hä? Bro, der haut einfach seine Kackwand und ab da. Digga, verpiss dich hier. Trifft mich sogar, krass. Das ist unfair. So ein dreckiger Trick, Alter. Ah, nett, dass du seine Fresse auf jeden Fall noch lange genug hattest, dass er sich zuschlagen konnte. Ach, Mann. Schon wieder vergessen, Quicktime. Das ist viel zu schnell, ey. Das ist viel zu schnell! Digga! Viel zu schnell ist das. Alter! Die Leiste ist viel zu schnell. Also heißt es irgendwie, Hauptsache irgendwie durch den Kampf kommen. Guck, er macht einfach direkt gleich. Na gut, immerhin verarscht er einen jetzt nicht mehr. In seiner scheiß Faust. Reicht ihm nicht, okay. Ah, macht genau in die Richtung, ey. Leute, wisst ihr was? Alter, Digga, was ist das? Ich weiß nicht. Leute. Wow, also ich sag mal ganz ehrlich. Boah, Alter, ich bin wirklich gerade 100% wach.
komplett fit. In der perfekten Voraussetzung. Ich komme mit der Tastengedrücke nicht schnell genug hinterher. Sorry, komme ich nicht. Ja. Vor allem, das sind ja auch nicht die gleichen, sondern ne, es müssen ja die richtigen sein. Ja. Leute, wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Ich habe keinen Bock da drauf. Wirklich nicht. Tut mir leid. Es gibt ja eh keine Trophäe. Ne, sorry. Vielleicht werde ich das irgendwann mal machen, nochmal machen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, Leute. Nee. Die Quicktime-Events sind so happig schwer. Nee, weiß ich nicht. Also, das macht auch gar keinen Spaß mehr. Weiß nicht, vielleicht morgen oder so, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr darauf. Weil ich merke einfach, es klappt nicht so, ne? Ich bin ganz schnell, zack, 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 aber die Tasten sind einfach viel zu komisch. So, ne? Ne, sorry. Ich dachte vielleicht so mit Manda und Tsunade werde ich wahrscheinlich diesen ersten und zweiten Balken hinkriegen. Aber ich weiß nicht, irgendwie haben sie das, entweder haben sie das viel, viel schneller gemacht, als das bei der PS3-Fassung der Fall ist, was ich irgendwie davon ausgehe, weil die PS3-Fassung habe ich ja perfekt geschafft. So, ne? Aber das Ding, keine Ahnung. Wie gesagt, im Grunde, wir haben es ja geschafft, es ist nur diese eine Mission jetzt einfach. Ja, wie gesagt, das Problem ist auch einfach, wir können ja auch gar keine Items benutzen, die werden mir vorgelegt. Glaube ich sogar. Weil, sieht man ja hier, kann ich nichts machen. In den Kämpfen etc. ist das ja auch der Fall. Ja, wie gesagt, wir haben es offiziell haben wir das Spiel durch. Wir haben, gut, es gab merkwürdigerweise leider für die 100% keine Trophäe. Finde ich irgendwie dämlich. Weil, hätte ja überhaupt keinen Sinn gemacht, finde ich. Aber wir haben es ja, wir haben da eine 100% stehen. Ist ja nur diese eine Mission. Vielleicht werde ich die irgendwann mal nachreichen, aber seht mir nach, Leute, ich habe keine Lust mehr. So, ich bin jetzt froh, dass ich es weit geschafft habe, aber gegen Gamma Bunta war schon nervig gewesen. Erstens, die Kämpfe dauerten immens lang und ewig. Und dann diese viel zu fetten Quicktime-Events in einer viel zu kurzen Zeit. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Sekunde Zeit gehabt. Oder vielleicht 2 Sekunden Zeit, die verschiedenen Tasten da hin und her. Vielleicht müsste man die sich irgendwie auswendig lernen, weil es, glaube ich, immer die gleichen waren, aber weiß ich nicht. Also, manche Sachen sind vielleicht einfach nicht mehr möglich aufgrund des Alters. Und ich bin eigentlich nicht alt, aber wer weiß. Ich hatte ja früher, hatte ich da kein Problem mit, wo ich es durchgespielt habe. Und das ist ja jetzt auch 9 Jahre her oder noch länger. Ne? Es ist, glaube ich, noch länger her, ja. Egal. Jo, Leute. Wie gesagt, das war's von Naruto. Wir haben den Abspann gesehen, wir haben 100%. Es ist nur diese eine Mission jetzt. Ich will mich jetzt auch nicht rausreden. So, kann man sagen, ist nicht final abgeschlossen, aber ich beende das Projekt einfach eigenmächtig. So, wir haben alles geschafft. Nahezu alles. Und fertig. Reicht mir. Mehr brauche ich nicht machen. Finde ich. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt mega viel Spaß gemacht. Wie mir auch. Klar, es kann jetzt gewisse Ausraster, besonders jetzt in den letzten Parts waren das immer ganz schlimm gewesen, aber es ist einfach nervig, wenn diese blöde Jutsu des Tauschtaste einfach nicht so funktioniert, wie du die haben möchtest. Und man ist halt ab Generations ist es man einfach gewöhnt, einfach L2 zu drücken, fertig. Na? Vorbei, GG. So, ne? Und es ist in diesem Teil einfach nicht gegeben. Ich meine, in Teil 2, den wir wahrscheinlich hier nachspielen werden, ist es, glaube ich, auch nicht. Aber das Spiel an sich ist anders und flüssiger. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Ja, werden wir auf jeden Fall sehen. Gut, ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt Spaß gemacht. Es hat doch viel länger gedauert, als ich es erwartet hatte. Ich dachte eigentlich hier, wir rushen hier relativ easy durch. Und ich kann schnell die nächsten Projekte durchballern, so, ne? Wie gesagt, eigentlich war dieses Projekt geplant. Fort Connections. Jetzt habe ich Connections aber schon lange durch. Und jetzt haben wir erst den ersten Teil durch. So, und es fehlen noch ein paar Teile. Klar, ich hätte auch viel früher anfangen können, aber ich habe keine Zeit gehabt.
Und Call of Duty musste ich auch noch spielen. Da bin ich auch noch nicht durch. Ach, ich glaube, ich sollte einfach... Ich glaube, ich sollte einfach nicht vorher versprechen, dass ich gewisse Teile vor dem Release eines Neues, weil ich krieg's effektiv einfach nicht hin. So. Ich meine, ich habe es ja noch nicht mal geschafft, die aufzunehmen und zu spielen. Das Hochladen und so weiter ist ja auch nochmal eine andere Sache, so, ne? Na gut, Leute. Wie gesagt, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wenn ihr das tut, würde ich euch empfehlen, die Glocke zu aktivieren. Denn es kommen 2 Videos pro Tag raus. Deswegen lohnt sich mega, dass ihr gar nichts mehr verpasst. Das wäre nämlich doof, wenn ihr was verpassen würdet. Aber das Gute ist ja, die Videos werden ja alle gespeichert. Deswegen, aber so wisst ihr immer, ich bin immer up to date da. Und es bringt immer neuen Content. So, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Projekt. Haut rein.